unter die Katzendecke. So, heute ein bisschen gemütlich. Einen wunderschönen guten für uns Abend wünschen wir. Ja, wir hatten heute einiges zu tun. Was, das werdet ihr bald sehen. Ja, deswegen kommen wir jetzt tatsächlich erst abends dazu, hier euren Weihnachtskalender quasi zu machen, zu filmen, zu öffnen und zu schauen, was da drin ist. Ich weiß gar nicht, was haben wir? 12? 12. Jetzt darfst du raten. Okay, warte. Ich muss jetzt dir die Hand geben. Ach so. Guten Tag. Hallo. Die Pfadfinder machen das mit links. Und dann der kleine Finger so. Das ist aber nicht meine linke Hand. Ach, das erkennst du. Meinst du? Ja. Augen zu. Bitte Augen zu. Ah, ist es eine Flasche? Ach, das sind wieder zwei Exemplare. Ist das so ein Schneckenlolli? Nee, es ist ein Lolli, aber der ist glatt. Beziehungsweise, was ist das? Nee, das ist aber, der ist nicht so eine Schnecke hier. Fragezeichen? Nee, keine Schnecke, aber außenrum ist ein Rand. Außenrum ist ein Rand. Ah, es ist so verzweifelte Farben. Außenrum ist weiß zu grün. Ja, weiß in der Mitte, ja, und grün und orange. Ah. Ah. Du hast eine Schildkröte und ich habe einen coolen Tintenfisch. Ja, die coolste. Ja, die waren echt cool. Oder ist das eine Qualle? Das ist ein Quallentintenfisch, Schildkröte. Was? Nein, das ist Schildkröte, Qualle, Tintenfisch. Der hat eine coole Cappy auf dem Mütze. Vielleicht ist es auch einfach nur der Weihnachtsmann. Das ist eine Reggae-Mütze. Das ist aber nur der Weihnachtsmann mit dem Bart. Rosa. Rosa, ja. Das ist ein rosa Weihnachtsmann. Gut. Ja. Aber da das für heute Abend echt zu wie süß ist, ihr seht es ja, wenn das Video hochgeladen wurde, ist es nicht, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Nee, wir essen es jetzt nicht. 12. Wie ich gestern Halbzeit. Ja. Ja, tatsächlich ist es Halbzeit. Ja. Und mach du mal die 12 aus, auf. Das kommt gleich wieder. 2 Christbaumkugeln. Rot und gelb. Was macht er denn jetzt, der gute Herr? Schauen wir mal. Ah, da kommt er schon wieder. Ja, du wolltest noch deine riesen Spielzeug auspacken. Ich wollte noch die Wurst dir überreichen. Ich sag doch, ihr riesen Spielzeug. Ich habe zum Nikolaus ihm etwas gekauft, aber in zweifacher Ausführung, eins für mich, eins für ihn. Ja, und das zweite machen wir jetzt noch auf. Das erste hat er einfach so aufgemacht, ohne es zu filmen, und das ist das zweite. Ja, quasi als Halbzeit-Special-Gedingse. Oh, das ist ja blau. Ja, ich dachte, es gibt zwei. Eins ist eher, naja, schlicht hergehalten. Du kannst es ja nachher zeigen, wie deins aussieht. So. Ob man mich jetzt gerade überhaupt gehört hat, weil das so nicht sicher. Das sieht schon sehr geil aus. Ich habe zwei coole Motive ausgesucht. Ganz kleine Mauspads. Ja. Tatsächlich, ganz, ganz klein. Ja, da kannst du Maus, Tastatur und noch jede Menge Getränke und Essen drüber schütten. Gut. Ja, das sieht aber auch cool aus. Ja. Bei mir ist quasi auch so von der Farbe her, aber es sind so zwei Strudel, die sich ineinander aufsaugen. Also rot und gelb. Ja, und also ich glaube, so das hier passt eher zu dir. Das kriegst du. Ihr habt ja das vielleicht gesehen, das liegt über dem Schreibtisch. Das ist so ungefähr wahrscheinlich so groß wie ihr Schreibtisch. Es ist sehr knapp. Ja. aber gut, eine Tischdecke hängt ja auch links und rechts runter von dem her. Du kannst es ja unten verlinken. Ja. Wenn ich's filmt. Das ist ganz einfach. So, jetzt haben wir eine neue Wohnzimmer-Tischdecke. Ja. Aber das ist auch ziemlich dick und stabil. Ja, also es hat auch einen schönen Rand hier, muss man echt sagen. Und dieses Gummi hier unten ist. Das ist nicht gut, ja.
Ja. Richtig gut von der Qualität. Ja, das war's dann mit dem dritten Zwölfer-Türchen quasi. Ja. Genau, und er wird euch bestimmt im Laufe der Tage, Wochen. Ja, mal gucken, wann ich dazu fertig bin. Komm, genau, wahrscheinlich mache ich vielleicht noch ein Bild dazu am Ende. Dann jetzt. Tschüss!